Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch mal, wie ihr eure Herzfrequenzzonen überprüfen könnt an der Phoenix 7. Und zwar ist es ganz wichtig, dass ihr diese Einstellungen auf Auto setzt, damit ihr das Bestmögliche aus der Uhr und den Trainingsempfehlungen und dem ganzen Trainingsverfolgung rausholt. Weil die Uhr berechnet dann eure Zonen selber von alleine und baut darauf auch euer Training auf und bewertet auch das Training danach. Also wenn ihr immer nur unproduktiv oder irgendwas habt, dann stimmt vielleicht irgendwas in den Einstellungen nicht. Also ganz wichtig ist schon mal am Anfang, dass ihr euer Alter, euer Gewicht, euer Geschlecht richtig hinterlegt in der Uhr, weil Männlein, Weiblein, Alter macht natürlich auch einen Unterschied. Wenn ihr die Uhr ganz neu habt, dann berechnet die Uhr das erstmal nach der alten Methode. Das heißt, sie sagt Alter, 220 minus Alter, das nimmt sie erstmal als eure maximale Herzfrequenz. Wenn ihr viel mit der Uhr lauft, die muss euch kennenlernen. Das dauert 2-3 Wochen, ihr müsst regelmäßig trainieren damit, dann werden die Zonen immer mehr verfeinert. Wenn ihr mal so richtig ballert, dass eure Herzfrequenz euch, sag ich mal, aus dem Hals schlägt, dann wird sie die auch erkennen. So, ich zeige es euch kurz an der Uhr. Ihr könnt es immer an der Uhr und zum Glück bei der Phoenix 7 auch über das Smartphone einstellen, wobei es natürlich über das Smartphone bequemer geht, aber ihr könnt es auch an der Uhr machen, wenn ihr unterwegs seid und denkt so, irgendwas stimmt hier nicht und habt kein Smartphone. So, was macht ihr? Ihr haltet die Menütaste gedrückt und dann scrollt ihr runter, bis ihr zu dem Punkt Benutzerprofil kommt. Da geht ihr rein und da geht ihr runter, bis ihr zu den Heartrate Power Zones kommt. Bei mir sind Power Zones auch mit drin. Ich habe momentan die Alpha Firmware 9.1.4 drauf. Es kann also sein, dass das bei euch ein bisschen anders aussieht, aber da findet ihr das Ganze. Dann geht ihr runter auf Auto Detection und hier ist ganz wichtig, dass alle drei Punkte auf 1 stehen. Das heißt, die maximale Herzfrequenz, Threshold und FTP muss auch auf 1 sein. Dann gibt ihr der Uhr die Möglichkeit, eure Zonen zu berechnen und daraufhin das Training und alles genau aufzubauen. So ist es über die Uhr. Ihr könnt es natürlich selbstverständlich auch hier über, jetzt sind wir hier schon drin, dann gehen wir erstmal raus. Könnt das natürlich auch hier über das Smartphone machen. Das heißt, ihr sucht euch euer Gerät, in dem Fall ist es die Phoenix 7. Dann geht ihr hier runter auf die Benutzer, aufs Benutzerprofil. Da tippt ihr drauf. Guckt, dass hier alles richtig eingetragen ist. Dann geht ihr in die Power Zones. Und auch hier muss Auto Detection alle drei Punkte eingeschaltet sein. Ihr seht, am Smartphone ist es viel komfortabler, das ein- und auszuschalten. So. Wenn ihr jetzt die Heart Rate Zones guckt, bei mir zum Beispiel hat die Uhr bei einem Lauf die maximale Herzfrequenz von 194 festgestellt. Das ist deutlich höher, als es nach der Formel wäre, 220 minus Alter. Das heißt, ich habe dadurch auch viel genauere Bereiche und andere Bereiche. Ihr seht, sie hat bei 169 ist ungefähr meine Laktatschwelle, das heißt, meine Ruhefrequenz. Der Schnitt liegt bei 52 in der letzten Woche. Damit hat sie diese Bereiche, diese prozentualen Bereiche hinterlegt. Das ist jetzt prozentual auf der maximalen Herzfrequenz und somit sind eure Bereiche bestimmt. Das heißt, der Warm-up leicht, moderat, intensiv und der Maximalbereich. Und danach wird dann auch euer Training viel genauer und besser berechnet. Ihr könnt hier noch die Sportfrequenzbereiche auch eingeben, aber ganz ehrlich, da würde ich an eurer Stelle nur etwas ändern, wenn ihr eine Leistungsdiagnostik habt machen lassen, weil dann könnt ihr die Bereiche so anpassen, wie es die Leistungsdiagnostik euch ausweist. Das heißt, wenn ich jetzt hier in die Bereiche gehen würde, da könnte ich jetzt hier sagen, wenn meine Leistungsdiagnostik da was anderes berechnet hat, dann könnte ich hier die Prozentsätze verändern.
und das dann genau so anpassen. Ansonsten lasst ihr das alles so stehen, wie es ist, weil das ist eigentlich für die meisten die beste Auswahl. Wie gesagt, es lohnt sich nur, wenn ihr eine spezielle Leistungsdiagnostik auf euch habt anfertigen lassen, dann könnt ihr das ja alles anders eingeben und anpassen. Und ansonsten, wenn ihr das auf Auto habt, dann macht die Uhr das alles für euch und berechnet euch eure Zonen für Laufen, für Radfahren, für Schwimmen und ihr seid auf der sicheren Seite und habt eine sehr genaue Trainingssteuerung dadurch. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen jetzt für den Anfang. Wie gesagt, achtet darauf, dass diese Werte alle drin sind und dass diese Werte alle auf Auto stehen. Dann habt ihr den maximalen Erfolg mit eurer Uhr und mit der Trainingssteuerung. So, wenn euch die kleine Hilfe gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen zur Uhr habt, schreibt sie einfach drunter. Oder wenn ihr ein Video über irgendwas möchtet, schreibt es drunter. Wenn ich davon noch keins gemacht habe, dann mache ich gerne eins und helfe euch da ein bisschen weiter. Und ansonsten abonniert die Phoenix 7 Playliste, dann habt ihr auch immer alle Infos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.